rein, man macht es und ist danach sofort wieder gesellschaftsfähig. Fettabbau, Bodycontouring, Fett an der falschen Stelle, Körperoptimierung, immer wieder Thema, egal ob im Fernsehen oder in den Social Media. Überall, gerade im Sommer, geht es darum, die perfekte Bikini-Figur zu haben. Und was auch immer wichtiger wird, ist, dass die meisten Patienten keine OP mehr möchten. Also die Fettabsaugung wirkt auch viel abschreckend, immer wo OP hintersteht, sind mit großen Ängsten verbunden. Und das Tolle ist, dass wir heute in der modernen Medizin immer mehr Methoden entwickeln und auch auf den Markt bekommen, die ganz ohne OP uns helfen, den Körper ein bisschen zu optimieren. Die Fettwegspritze war seit Jahren in aller Munde, wurde viel propagiert, viel ausprobiert. Sicherlich eine Möglichkeit für so kleine Areale wie ein Doppelkinn oder so Mini-Merkel-Bäckchen, da gezielt mit Injektionen ein bisschen das Fett zu reduzieren. Was jetzt aber für uns in Deutschland neu ist, ist das Lipomet 3D. Ist eine Dreierkombinationsbehandlung aus Ultraschallkavitation, Radiofrequenz und Endermologie. Das Tolle dabei ist, dass das eine sogenannte Lunchtime Procedure ist. Das heißt, man kommt rein, man macht es und ist danach sofort wieder gesellschaftsfähig. Man sieht eigentlich sogar ehrlich gesagt sofort gut aus. Ist aber ein kleiner Haken an der Sache, eine einmalige Behandlung reicht nicht aus. Je nach Ausprägung des Fettdepots oder des Areals, was wir behandeln sollen, braucht man zwischen 4 und 10 Behandlungen. Sprich, wenn jemand eine leichte Zellulite an der Oberschenkelaußenseite hat, dann reichen sicherlich 3 bis 4 Behandlungen. Und wenn es darum geht, schon ein bisschen größeren Bauch zu behandeln, dann braucht man wahrscheinlich schon 8 Behandlungen. Aber es tut nicht weh und ich sehe sofort im Anschluss der Behandlung jedes Mal wieder den Progress. Wie läuft das jetzt genau ab? Ich habe zunächst einmal Ultraschallkavitation, dieses Handstück, worüber die Ultraschallwelle abgegeben wird auf ein Areal, was immer so Handteller groß ist. Das wirkt bis zu 3 cm tief ins Gewebe. Das heißt, ich kann wirklich auch tieferes Fett damit behandeln und auflösen, ohne dass es wirklich schmerzhaft ist. Ich habe ein leichtes Piepen im Ohr. Das Ganze dauert 5 Minuten pro Handteller, große Fläche. Und dann gehe ich zum Step 2, das ist die Radiofrequenz. Bei der Radiofrequenz ist es so, dass ich das Gewebe mittels diesem Radiofrequenzstrom auf über 40 Grad erhitze. Das ist ganz wichtig, dass man das auch genau protokolliert, dass man wirklich über 40 Grad arbeitet, sonst funktioniert es nicht. Und das messt man mit einem Temperaturfühler und macht es auch 5 Minuten lang in diesem handtellergroßen Areal. Das tut nicht weh, das wird ein bisschen warm, manchmal piekst das ein bisschen, aber das hat 2 Effekte. Zum einen kann ich damit oberflächliches Fett auch nochmal reduzieren und zerstören, aber ein ganz anderer netter Aspekt ist, dass ich darüber die Haut auch super straffen kann. Das ist der sogenannte Shrinking-Effekt. Ab 40 Grad schrumpft Kollagen, muss man sich vorstellen, wenn man ein frisches Steak in eine heiße Pfanne legt, zieht sich schön zusammen. Wenn ich Step 2 5 Minuten lang pro Areal gemacht habe, kommt mein letzter und entscheidender Schritt. Das ist die Endermologie. Das ist eine Tiefenmassage mit Vakuum und Strom mit dem speziellen Handstück. Da sehen wir hier eine kleine Düse, die das Gewebe einsaugt, rotierende Rollen und noch fließender Strom. Und damit bearbeite ich die gesamte behandelte Fläche nochmal in lang ausgezogenen Bewegungen, um wirklich das Lymphsystem zu aktivieren, gleichzeitig auch die angekratzte Fettzellmembran zu zerreißen und damit das Ergebnis wirklich noch zu optimieren. Das ist etwas, was Patienten manchmal als etwas unangenehm empfinden, einfach durch diesen Vakuumzug. Und manche empfinden es sogar super angenehm und wünschen sich, dass man es ein bisschen länger macht, weil es sich wie eine Massage anfühlt. Das Ganze mache ich, wie gesagt, mehrmals in wöchentlichen Abständen. Aber dadurch, dass ich keine Ausfallzeit habe, ist das wirklich was, was man morgens, mittags, abends zwischendrin immer machen kann. Und wir absolut begeisterte Patienten haben mit super Ergebnissen und man wirklich auch schnell das Ergebnis sieht, sodass man kurz vorm Sommer nochmal schnell die Bikini-Figur ein bisschen in Form bringen kann.